Ciao zusammen und willkommen zurück zu Luma Island. Einem angezockt auf meinem Kanal. Wir werden unser Spiel ein bisschen anschauen. Nachdem ich mich gnadenlos verlaufen habe auf der Insel, weil ich ja so clever bin und das Ratshaus, das fast um die Ecke ist, verpasst habe, hatten wir tatsächlich sonst Dinge gefunden. Ja, jedenfalls, hier soll nun die Stadt sein. Besuche das Ratshaus, um dein neues Leben zu beginnen. Kaufen und verkaufen. Ah, was ist denn das? Einfache Werkbank. Da habe ich ja natürlich kein. Doch, ich habe 200. Kann ich das jetzt kaufen? Ja, ich möchte das kaufen. Ich habe keine Ahnung, was wir benötigen. Ich verkaufe jetzt einfach mal so ein bisschen was, wo ich denke, brauchen wir nicht. Was ist das? Hält Schiffe, Mannschaften zusammen. Piratengarn kann in der Stadt verkauft oder zur Herstellung. Ja, ich nehme das mal weg. Sehr schwierig. Ich weiß jetzt natürlich zu Beginn nicht, was wir benötigen. Ah, schau an. Hier könnte ich also meine Sachen aufwerten. Dazu brauche ich Ressourcen. Und, ah, deswegen diese Geisterdingenkugel. Verstehe. Alles klar. Da könnte ich sogar Steine und Kies kaufen, falls ich mal zu wenig hätte. Kann ich da rein? Nö. Ich gehe noch kurz hier unten schauen. Auch kaufen, verkaufen. Genau. Dort steht da ein Typ. Ah, ein neues Gesicht. Oder warte, kennen wir uns schon? Ich bin Balthasar. Ich verkaufe hochwertige Baupläne und oh, was war das andere noch gleich? Ach ja, ich sammle antike Bücher. Willkommen auf meinem Basar und in meiner mobilen Bücherei. Ich bin sicher, wir werden die besten. Wie war dein Name noch gleich? Ich schreibe ihn mir diesmal lieber auf. Nun, wie kann ich dir heute behilflich sein? Vielleicht mit einem Bauplan für einen hochmodernen Sprinkler, um deine Feldfrüchte zu bewässern? Ach, wem mache ich etwas vor? Ich bin durch und durch ein Bücherwurm. Klar bringt der Verkauf von Bauplänen das Essen auf den Tisch, aber Bücher? Bücher sind Nahrung für die Seele. Ganz unter uns, ich bin auf einer Suche, meine verlorene Büchereisammlung zu vervollständigen. Gleich hier auf der Insel Luma. Die letzten Stücke eines lebenlangen Puzzles. Vielleicht hast du mitbekommen, dass einst vier antike Zivilisationen diese Inseln ihr Zuhause nannten. Die Yucatali, Tolkani, Atsiri, oh Gott, und die Sapo irgendwas, Sapokala? Jedenfalls hinterließ jede von ihnen fünf faszinierende Wälzer. Wälzer? Was ist ein Wälzer? Das sind 5 mal 4, also insgesamt 25 Bücher. Nein, warte, 20. Sag, bist du besser darin, antike Bücher zu finden, als ich im Rechnen? Vielleicht denkst du an mich, wenn du über eines von ihnen stolperst. Stell sie einfach in das Regal in meinem Wagen und nimm dir dafür einen der seltenen Baupläne. Ah, okay. Verstehe. Gut. Gehen wir aber erstmal zum Ratshaus. Bist das du, ne? Habe ich jetzt eine andere Map? Ja, tatsächlich. Ah, und dann zeigt es. Okay. Vielleicht muss ich erst mit dem reden, dass es mir denn den anzeigt. Ach, ein Neuankömmling, der unsere heilige Hallen der Bürokratie mit seiner Anwesenheit beehrt. Ich bin Herbert. Also bist du hier, um unsere Gummistempelausstellung zu besuchen? Nein, warte, lass mich raten. Du hattest einen stressigen Job auf dem Festland. Und der hat dich nicht erfüllt und du hast dich innerlich leer gefühlt. Also hast du deinen Job gekündigt, bist hierher gekommen und hast aus einer Laune heraus den Wohnwagen vom alten Jeffrey gekauft. Wie reizend. Ich bin mir sicher, deine Eltern sind begeistert. Aber wer bin ich, mir da ein Urteil auszumaßen?
Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit dem Stempeln von Dokumenten. Wie auch immer, du fragst dich, wie du herausfinden kannst, ob das Gras hier wirklich grüner ist? Die Antwort ist der Kauf einer Berufserlaubnis. Es ist wie ein Baum zu pflanzen. Du pflegst ihn und schaust ihm beim Wachsen zu und eines Tages könnte er einfach verdorren und absterben, weil du vergessen hast, ihn zu gießen. Aber wenn du ihn jeden Tag gießt, dann könnte er aufblühen und daraus wird dann, naja, eine etwas weniger hoffnungslose Version von dir. Also bist du bereit, ein wenig Optimismus gegen eine Chance auf ein neues Leben hier einzutauschen? Du musst nicht antworten. Ich weiß, dass du es bist. Wähle weise. Okay, jetzt können wir hier verschiedene Berufe auswählen. Koch, Braumeister, Schatzjäger, Schmied, Archäologe, Schmuckhersteller, Angler. Meistere die Kunst des Angelns und der Zubereitung von Meeresfrüchten. Die Angel hätten wir schon. Schwierigkeit 1. Braumeister. Meistere die Kunst des Brauens mit Zutaten und eigenem Anbau. Ich glaube, ich mache das. Okay, jetzt sind wir Braumeister. Werde zum Braumeister-Lehrling. Sprich mit Bill, dem Besitzer der Bar in der Stadt. Alles klar. Zeigt es mir jetzt den auch an? Nee. Entschuldigung. Ah, wenn ich da mit der... Ah, okay. Das wird nicht konstant, nur weil ich die Maus darüber mache. Das ist jetzt scheinbar erledigt. Ich mag jetzt gerade nicht sprechen mit dir. Kaufen, kaufen. Das Brot sieht auch, ich dachte, es ist ein Kürbis. So, also, warte, wo muss ich hin? Irgendwo da muss der sein. Ist das dieser Typ oder was? Wo bist du? Ich finde dich nicht. Doch, da. Schon richtig. Reden. Hallo, Neuankömmling. Durstig? Sehr gut, dann bist du am richtigen Ort. Ich bin Bill, der Besitzer der Schatzgrube, der besten Schenke auf dieser Seite. Von? Nun ja, von überall. Ich sehe, du hast dir eine Lizenz zur Herstellung von Getränken besorgt. Das sind fantastische Neuigkeiten. Oh, die Freuden der Getränkeherstellung. Es gibt nichts Vergleichbares. Du begibst dich nun auf eine wundervolle Reise der guten Laune in der Flasche. Es wäre mir eine Ehre, dir beim Einstieg zu helfen. Bei der Getränkeherstellung geht es nicht nur um die Getränke an sich, weißt du? Man schafft Erlebnisse, bringt Menschen zusammen und zaubert Schluck für Schluck ein Lächeln auf die Gesichter der Leute. Okay, ich werde dafür sorgen, dass du viele Rezepte hast, die dich beschäftigen und sogar einige Baupläne, um deinen Laden einzurichten. Sobald du die ersten Rezepte gemeistert hast, wie wäre es dann mit einem hausgemachten Orangentonic, damit ich sehen kann, wie es läuft? Oh, und ich muss natürlich nicht erwähnen, dass ich dir für jedes Getränk mehr als die Läden der Stadt zahlen werde. Abgemacht? Jetzt haben wir einen Bauplan bekommen. Wir haben hier sogar einen schönen Garten, ne? Bin ich eigentlich? Was ist da unten? Bist du? Nelson, ist das... Hoho, sieh mal, wer da angespült wurde. Nelson ist mein Name. Was bringt dich auf die Insel Luma? Auf der Suche nach Reichtum und Abenteuer, was? Oder vielleicht nach etwas, das etwas anspruchsvoller ist? Ei, ich erinnere mich an die alte Zeit. Hör gut zu.
Diese Insel ist ein besonderer Ort. Mit mehr Geheimnissen, als du dir ausmalen kannst. Behandle sie gut und sie wird es erwidern. Aber wenn du planst, hier Unruhe zu stiften oder deine Nase in Angelegenheiten zu stecken, die dich nichts angehen. Nun ja, sagen wir mal, ein paar von uns hier haben lange gebraucht, um Frieden zu finden. Und wir wollen es dabei belassen. Blumen. Ich sehe nichts. Kann man hier hoch? Nee. Ich auch nichts. Oh, eine Vespa. Das wäre doch was. Hier raus. Ohne Miete, Katze. Kann ich nichts machen. Wieso kann ich das nicht nehmen? Und man kann mega viel aufsammeln, ne? Jetzt habe ich die Muschel. Kann ich die kaputt machen? Dass ich da nicht hüpfen kann, das stört mich. Das gibt sicher Geld. Aber dieses Ding hier. Na komm, Mietzekatze, du kannst mitkommen. Lauwarme Opferkristallande eingesammelt. Verstehe. Damit wir dann irgendwie auch diese. Das ist ja fast wie ein Dungeon, würde ich mal bezeichnen, freischalten können. Ich weiß nicht, ob ich mit dir quatschen will. Holzfäller, ne? Komm ich da ein. Oh, das ist so mühsam. Ja, es ist nicht so meins, muss ich gerade. Absolut zugeben, habe ich schon in der ersten Folge gesagt. Nicht, weil ich keine Orientierung habe, da stehe ich dazu. Aber es ist einfach, es holt mich nicht ab gerade, es ist nichts. Es ist putzig, aber ich bin, wie ich euch gesagt habe, ein bisschen ein Grafik-Junkie. Es ist wirklich süß und ja, aber ja. Schon wieder so eine. Tatsächlich wahrscheinlich gut, wenn man da überall. Da kann ich nicht rein. Ein bisschen durchläuft. Ja. Ich bin nicht motiviert, eigentlich weiterzumachen, muss ich jetzt schon zugeben. Und mich muss ein Spiel wirklich so in den ersten halben Stunde schon ein wenig abholen, wo ich denke, oh, wie geht's weiter? Was? Es ist so ein, es ist ein gut, sicher ein wahnsinnig gutes Spiel, aber nicht für mich. Ich muss das Bedürfnis haben, in einem Spiel wissen zu wollen, wie geht's weiter? Was kann ich noch? Es muss mich faszinieren. Ich muss dann auch das Bedürfnis haben, wirklich die Bäume abzubauen, hey, und zu farmen. Ich mache das wahnsinnig gerne. Einfach nur irgendwo grinden oder sonst irgendwas. Und das ist hier nicht der Fall. Deswegen wird das bei einem angezockt bleiben. Ich weiß, ich habe euch noch nicht so viel gezeigt. Für mich macht es einfach keinen Sinn, irgendwie 4, 5 Folgen für euch aufzuzeichnen, wenn ein Spiel mir nicht zusagt. Ich habe es probiert, aber ich empfinde es so ein bisschen als träge und ist sicher mega putzig. Und man kann dann sicher alles bauen, wie ich da mitgekriegt habe, und sich da austoben. Aber für mich, ich glaube, das ist kein Spiel. Ich will mal kurz hier oben noch gucken. Das ist kein Spiel für ein Let's Play.
Und die, die da schon länger mich begleiten, die wissen das ganz genau, dass ich einfach da in solchen Sachen, das macht keinen Sinn. Und ich will was wie der Let's Playen, wo mir selbst auch Spaß macht, wo ich motiviert bin und nicht einfach, weil es so sein soll und weil das andere vielleicht gut finden. Das wäre dann einfach nicht ich. Komme ich, glaube ich, hier wieder raus, ne? Kampf. Oha. Kann ich dann in diesen Dungeon oder was das ist rein? So, jetzt habe ich ja da noch den Bauplan bekommen, ne? Zwei sogar. Ein Braufass. Stelle ich das dann jetzt hin? Da. Und wir haben eine einfache Werkbank. Okay. Dann müssten wir jetzt wieder diese Ressourcen herstellen, sammeln. Genau, das konnten wir jetzt schon. Und da machen wir Stoff. Okay. Ich hatte ja nämlich Wolle gesammelt. Und hier benötigen wir Bretter und Kupferbarren. Das heißt, wir müssten irgendwo dann Kupfer finden, eventuell in dieser Mine, um das auszubauen. Aber ich will ganz ehrlich sein, ich weiß, für einige sagen, ja, das ist viel zu kurz und schauen noch weiter. Wenn es mich nicht abholt, ein Spiel zu Beginn, dann bringt das nichts und macht keinen Sinn für mich. Okay, ich habe reingeschaut. Für die, die da spielen, absolut cool. Es gibt auch einen Multiplayer, habe ich gesehen. Ich glaube, wir können einander gegenseitig einladen auf die Map und einander helfen. Ich werde mal weiterschauen, was noch so verfügbar ist an Spielen. Mein nächstes Spiel könnte tatsächlich in so einem Shop-Tycoon sein. Die mag ich, da habe ich auch schon viele, viele Stunden gespielt, dass wir da wahrscheinlich ein Let's Play machen, auch im Multiplayer dann und werden weiterschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und viel Spaß beim Spiel, wenn ihr das gerne spielt. Ich hoffe trotzdem, euch einen kleinen Einblick geben können zu haben. Und ja, lasst gerne ein Like da, ein Abo und natürlich Spielempfehlungen. Gerne Multiplayer-Spiele. Open World mag ich sehr gerne. Einfach so ein bisschen, was das Anreiz hast, immer weiterzumachen, dass man sich verbessern kann. Sandbox ist auch so mein Ding. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.